Warum hat Bellatrix Lestrange sich eigentlich nicht selber einen Horcrux erschaffen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über Voldemort, Bellatrix Lestrange und Horcruxe sprechen. Ein Horcrux entsteht, wenn ein Zauberer einen Gegenstand nimmt und ein Stück seiner Seele daran bindet. Der Zweck ist natürlich die Unsterblichkeit und die Logik dahinter ist, dass man niemals wirklich sterben kann, solange der Teil seiner Seele in dem Gegenstand überlebt. Diese Magie ist so dunkel und so abscheulich, dass sie von den meisten Zauberern geheim gehalten wurde. Trotz zahlreicher Versuche gibt es nur zwei bekannte Zauberer, die herausgefunden haben, wie man ein Horcrux herstellt. Ein altgriechischer dunkler Zauberer namens Herpo der Faule, der einen einzigen Horcrux erschuf, und natürlich Lord Voldemort, der den Zauber in- und auswendig beherrschte und 7 Horcruxe erschuf. Aber was ich mich schon immer gefragt habe ist, warum sind die Todesser nicht in Voldemorts Fußstapfen getreten und haben sich selbst Horcruxe hergestellt? Sicherlich hätte Voldemort jemandem wie Bellatrix das Wissen anvertraut, wie man einen erschafft, oder nicht? Die Todesser sind radikale Reinblüter, die ohne Reue unverzeihliche Flüche aussprechen und Muggel, Halbblüter und Blutsverräter gleichermaßen foltern und ermorden. Todesser ermorden wahllos Menschen, also ist es nicht unvernünftig zu erwarten, dass sie bereit wären zu morden, um die Unsterblichkeit zu erlangen. Außerdem waren die Todesser wild entschlossen, reine magische Blutlinien in der Zauberergemeinschaft aufrechtzuerhalten. Und ein sehr effektiver Weg, dies zu tun, wäre, als Reinblüter unsterblich zu bleiben. Liegt es also daran, dass die Todesser von Voldemort im Dunkeln gelassen wurden, ohne zu wissen, was er erreicht hatte? Oder war die Erschaffung eines Horcruxes einfach zu schwer? Das folgende Zitat von Voldemort deutet darauf hin, dass zumindest einige der Todesser irgendetwas über seine Taten wussten. Und dann frage ich mich, wie konnten sie nur glauben, dass ich nicht wieder auferstehen würde? Sie, die die Schritte kannten, die ich vor langer Zeit unternommen habe, um mich vor dem Tod zu bewahren. Nun, im Buch steht nicht explizit, welche Todesser es wussten, aber ich bin mir relativ sicher, dass er es nicht allen gesagt hat. Aber wenn er es einer gesagt hat, dann ja wohl Bellatrix Lestrange. Und wer wäre vor allem besser geeignet als Bellatrix, um ein Horcrux zu erschaffen? Ihre magischen Fähigkeiten waren mehr als beeindruckend und sie galt weithin als eine der mächtigsten und gefährlichsten Hexen ihrer Zeit. Sie war eine furchterregende Reinbüterin, die der Familie Black entstammte, einer langen Reihe mächtiger Hexen und Zauberer. Noch wichtiger ist jedoch, dass Bellatrix Lestrange Lord Voldemorts treueste Anhängerin war. Aber um das noch hinzuzufügen, sie war sicherlich nicht nur eine Anhängerin. Bellatrix war besessen von Voldemort. Obwohl sie ihm zweifellos diente, wollte sie immer mehr. Sie wollte seine Königin sein und sie wollte an seiner Seite über die magische und die Muggelwelt herrschen. Wie könnte man also besser dafür sorgen, dass sie für immer zusammen regieren können, als indem man sie einfach selbst unsterblich macht? In einem Interview spricht J.K. Rowling über die Intensität von Bellatrix Verliebtheit in ihren Meister. Das ist die Besessenheit ihres Lebens. Wir wissen außerdem durch das verfluchte Kind, dass Voldemort und Bellatrix schließlich ein Kind zeugen. Delphini. Delphinis Empfängnis fand irgendwann Mitte bis Ende der Jahre 1990 statt, und zwar im Geheimen, auf dem Malfoy-Anwesen. Das bedeutet, dass ihre Geburt mit den Ereignissen in den Originalbüchern zusammenfiel. Wir hatten nur nie einen richtigen Hinweis darauf. Ihre Geburt wurde von ihren Eltern geheim gehalten, weil sie befürchteten, dass ihr berüchtigter Ruf sie in Gefahr bringen würde, insbesondere im Falle ihres Todes. Wie und warum Bellatrix und Voldemort ein Kind zeugten, ist nicht bekannt, obwohl ich vermute, dass es sich eher um eine funktionale Zeugung handelte. Eine Möglichkeit für Voldemort, die Blutlinie seines Vorfahren Salazar Slytherin weiterzuführen. Diese Tatsache hat die Verbindung zwischen Voldemort und Bellatrix nur noch verstärkt, was die Frage nur noch dringender macht: Warum hat Bellatrix eigentlich keinen eigenen Horcrux für sich erschaffen? Ich denke, dass Voldemort einigen seiner Hauptanhänger von Horcruxen erzählt hat, aber ich glaube nicht, dass er jemals zu sehr in die Details gegangen ist. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass er sich nie mit den Einzelheiten befasst hat, war nicht, um zu verbergen, dass Horcruxe existieren, sondern weil er nicht geglaubt hat, dass seine Anhänger stark genug sind, um es selber durchzuziehen. Die Herstellung eines Horcruxes ist angeblich einer der schwierigsten, extremsten und unbekanntesten magischen Prozesse, die in der Zaubererwelt bekannt sind.
wenn es selbst für jemanden wie Voldemort, einen der mächtigsten Zauberer aller Zeiten, schwierig war, wie können wir da vernünftigerweise erwarten, dass es den Todessern gelingen würde? Ich glaube einfach nicht, dass er das Vertrauen in sie hatte, das Ganze durchzuziehen. Warum sollte er seine Anhänger ermutigen und riskieren, sie an einen Prozess zu verlieren, von dem er wusste, dass sie nicht in der Lage waren, ihn zu bewältigen? J.K. Rowling beschrieb den Prozess der Horcrux-Erschaffung als gefährlich und höchst unratsam. Das ist eine zu gefährliche Sache. Hinzu kommt, dass Voldemort, obwohl er unfähig ist zu lieben, Bellatrix sehr wohl mochte. Warum sollte er ihr Leben riskieren? Seine aufrichtige Sorge um ihr Leben zeigte sich in der folgenden Passage, in der Bellatrix Tod beschrieben wird. Bellatrix hämisches Lächeln gefror, ihre Augen schienen sich zu wölben. Für den winzigen Augenblick wusste sie, was geschehen war, und dann stürzte sie, und die zuschauende Menge brüllte, und Voldemort schrie. Harry hatte das Gefühl, sich in Zeitlupe zu drehen. Er sah, wie McGonagall, Kingsley und Slughorn nach hinten geschleudert wurden und sich durch die Lüfte schlängelten, als Voldemorts Wut über den Sturz seines letzten, besten Anhängers mit der Wucht einer Bombe explodierte. Voldemort hob seinen Zauberstab und richtete ihn auf Molly Weasley. Und nein, er war nicht nur wütend, weil er seinen weiteren Soldaten verloren hatte, er war wirklich verärgert, dass Bellatrix weg war. Ich glaube sogar, dass Voldemort das Thema Horcruxe speziell in Bellatrix Gegenwart vermieden hat, damit sie nicht auf die Idee kommt, einen selber zu erschaffen. Voldemort wusste wahrscheinlich von Bellatrix Besessenheit von ihm und er wusste auch, dass sie alles dafür tun werde, wenn er ihr die Idee in den Kopf gesetzt hätte. Hätten Voldemort und die Todesser den Zaubererkrieg gewonnen und hätte Bellatrix überlebt, so denke ich, dass Voldemort vielleicht und nur vielleicht im weiteren Verlauf die Idee eingebracht hätte, sie in einer kontrollierten Umgebung einen erschaffen zu lassen. Auf diese Weise könnten sie sich Zeit lassen und besonders vorsichtig sein, um jedes Risiko zu minimieren. Und das war's auch wieder mit diesem Video und warum Bellatrix Lestrange keinen Horcrux erschaffen hat. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.